Herzlich willkommen. Du möchtest deine Ernährung umstellen, deinen Körper ganzheitlich reinigen und entgiften, um zu dauerhafter Gesundheit, mehr Energie und Ausgeglichenheit zu kommen. Vielleicht hast du selber gesundheitliche Baustellen, Heißhungerattacken oder du hast ganz einfach das Gefühl, da ist noch mehr. Das Leben kann sich noch ganz anders anfühlen. Und vermutlich fragst du dich jetzt, was deine Reise so besonders macht. Und aus meiner Sicht ist es vor allem ein Punkt, und zwar die Erfahrung. Und vielleicht erinnerst du dich noch an deine erste Fahrstunde, hast dich da so auf den Fahrersitz gesetzt und dein Fahrlehrer sitzt neben dir. Und jetzt stell dir mal vor, der sagt dir jetzt: Hey, ich habe die theoretische Prüfung habe ich perfekt bestanden, aber ich saß noch nie hinterm Steuer. Aber ich habe wirklich schon zig Bücher darüber gelesen, über das Autofahren. Wie sicher würdest du dich jetzt fühlen? Würdest du überhaupt erst den Motor starten? Und wenn du zum Beispiel zu einem Arzt oder auch Heilpraktiker gehst, wie häufig ist es dir passiert? Dann sitzt da so ein bierbäuchiger Mann mit einer Brille auf, hinter einem Schreibtisch, schaut so leicht nach oben. Und möchte dann was über Gesundheit erzählen. Und genau das ist der Punkt. Persönlich habe ich mich vor 14 Jahren bereits auf die Reise begeben. Und in den letzten 5 Jahren haben wir über 1000 Menschen auf ihrem Weg begleitet. Zu mehr Gesundheit, zu mehr Energie und Ausgeglichenheit. Aber da kann ich dir natürlich viel erzählen. Am besten schaust du einfach mal hier auf der Webseite oder auf meinem YouTube-Kanal zahlreichen Kommentare, Testimonials oder Erfahrungsberichte an. Und das ist eben genau der Punkt. Ich möchte dich auf diese Reise mitnehmen, dass du selber am eigenen Körper erfahren kannst, was dir jetzt in deiner Situation gut tut. Aber es wäre natürlich gelogen, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass du da in 2 oder 3 Wochen hinkommen kannst. Das Ganze ist kein Sprint, sondern eine spannende Reise, auf die du dich begibst. Und auf der Reise lauern natürlich einige Gefahren. Und welche Gefahren es bei dir individuell sind, ist natürlich abhängig von deiner Krankheitsgeschichte, was für Medikamente du genommen hast in deinem Leben, wie deine Umgebungssituation ausschaut und vieles mehr. Bis dann. Ciao.